بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Heute machen wir weiter mit den Grundsätzen der Wissenschaft, مبادئ العلوم. Und wir haben angefangen mit der Definition der sprachlichen und der islamwissenschaftlichen Definition, und wir haben dann auch gesprochen über den Begründer, und jetzt kommen wir bi'idhnillahi ta'ala zu weiteren Aspekten. Einmal der Nutzen. Welcher Nutzen hat die Koranwissenschaft? Ulumul Quran ist von sehr, sehr großer Bedeutung, denn es sind die Werkzeuge, mit denen wir den Koran verstehen. Und das ist heute, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig. Denn heute will man versuchen, jeder versucht, den Koran so zu verstehen, wie er möchte. Und da stellt sich die Frage, gibt es denn Maßstäbe zum Verständnis des Korans oder nicht? Ist das jedem selbst überlassen? Denn wir hören, dass man sagt, jeder soll den Koran selbst verstehen. So je nachdem, nach seinem Leben, nach seiner Situation, nach seinen Gefühlen, nach seiner Lage. Andere sagen, wir müssen den Koran historisch uns betrachten. Das bedeutet, jede Generation soll ein eigenes Verständnis für den Koran entwickeln. Und das nennt man dann zeitsensible Koranexegese. Ja, also das nennt man dann die Erläuterung des Korans gemäß der Situation. Und sicherlich gibt es Aspekte, die sich ändern. Ja, und der Islam und der Koran ist so gestaltet von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Lösungen gibt für jede Zeit und für jede Generation. Denn wenn Al-Quran das letzte offenbarte Buch ist und wenn der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam der letzte entsandte Prophet ist, dann ist klar, dass für den Rest der Zeit Lösungen vorhanden sein müssen. Und genau das lernen wir dann in Ulum Al-Quran, wie funktioniert so etwas? Also wie können wir etwas verstehen? Aber wir müssen wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns erwähnt und erklärt, wie wir den Koran verstehen sollen. Das heißt, die Bedienungsanleitung des Korans steckt im Koran selbst drin. Ja? Wie sollen wir den Koran verstehen? Wir sollen ihn verstehen, so wie ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Denn wenn der Prophet alaihi salatu wassalam nicht für uns hier bindend ist, warum hat dann Allah azza wa jalla den Gesandten entsandt? Er hätte auch einfach nur das Buch offenbaren können, ohne dass er uns ein Beispiel gibt, wie wir mit diesem Buch umgehen sollen. Das heißt, Ulumul Quran erklärt uns, wie verstehen wir den Quran. Das ist also die Essenz und das Ziel dieser großartigen Wissenschaft. Und deswegen ist können wir sagen, der Tafsir und Ulumul Quran, die Beziehung ist genauso wie die Beziehung zwischen Fiqh und Usulul Fiqh. Ja? Fiqh ist was? Fiqh ist die islamische Rechtswissenschaft, ja? Und also die Gebote und Verbote. Und wie kommen wir zu diesen Geboten und Verboten? Das lernen wir in Usulul Fiqh, das ist die Hermeneutik. Also die Beweisführung, die Argumentation in der Rechtswissenschaft. Und Ulumul Quran ist nun die Beweisführung und die Argumentation in der Erläuterung des Korans, also im Tafsir. Und daher kommen wir zum nächsten Punkt, den Stellenwert. Wenn wir diesen Nutzen uns klar gemacht haben, kommen wir zum Stellenwert. Ja, und der Stellenwert hängt von dem Erkenntnisgegenstand ab. Der Stellenwert einer Wissenschaft hängt von
Erkenntnisgegenstand. Was ist der Erkenntnisgegenstand der Koranwissenschaft? Der Koran selbst. Was ist der Erkenntnisgegenstand der Medizin? Der Körper des Menschen. Ja? Was ist der Erkenntnisgegenstand der Biologie? Ja, Pflanzen, Tiere und so weiter und so fort. Das heißt, der Erkenntnisgegenstand, das heißt, womit befasst sich eine Wissenschaft? Daraus leiten wir den Stellenwert, ja, die Wichtigkeit also dieser Wissenschaft. Wenn wir wissen, es geht hier um die Worte Allahs, es geht also hier um die Botschaft Allahs, tabaraka wa ta'ala, dann wissen wir natürlich, dass Ulumul Quran einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Dann ist interessant das Verhältnis zu anderen Wissenschaften. Und zwar gemeint ist zu anderen islamischen Wissenschaften, ja, wie Aqidah oder Fiqh oder Sira oder Mustalah, also Hadith-Wissenschaft und so weiter und so fort. Das Verhältnis der Koranwissenschaft zu anderen Islamwissenschaft ist sehr eng. Denn alle Islamwissenschaften benötigen den Koran. Alle Islamwissenschaften benötigen den Koran, die einigen mehr, die anderen weniger. Die Hadith-Wissenschaft, der Erkenntnisgegenstand der Hadith-Wissenschaft ist was? Die Sunna, also die Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise auch die Eigenschaften, seine Eigenschaften des Wesens, also Aussehen und die Eigenschaften des Charakters und seine Biografie. Ja, das ist die allgemeine, etwas längere Definition der Sunna. Aber auch diese Sunna bedarf der Koranwissenschaft und einen Teil, denn wir müssen ja belegen, dass die Sunna als Erkenntnisquelle gilt. Ja, und das nennt man auf Arabisch Hujjiyatu Sunna. Hujjiyya, Hujja, ja, das ist nicht der Imam, ja, Hujja, sondern Al-Hujjatu bedeutet der Beleg, Beweis, das Argument. Das bedeutet, Hujjiyya ist nun, könnte man sagen, ein substantiviertes Verb von Beweisen. Also, dass die Sunna als Beweis bindend ist. Ja? Woher entnehmen wir das? Aus dem Koran. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Und was der Prophet euch gebracht hat, das sollt ihr nehmen. Und was er euch verboten hat, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Und was er euch verboten hat, das sollt ihr meiden. Aber zum Beispiel im Fiqh, in der Aqidah, da ist natürlich klar, dass Ulumul Quran hier große Schnittmengen hat mit der Aqidah-Wissenschaft, mit der Fiqh-Wissenschaft, mit Usulul Fiqh und weiteren Islamwissenschaften, mit der Arabistik. Also ohne Arabistik kann man den Koran natürlich nicht verstehen, ja, ohne die arabische Sprache. Also das sind so die Schnittmengen zwischen Ulumul Quran und anderen Islamwissenschaften. Was sind nun die Quellen? Also woher entnehmen wir das Wissen über Ulumul Quran? Ja? Und die Quellen sind natürlich der Quran selbst einmal und hinzu kommen die Sunnah, also die Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch die Aussagen der Gefährten und der Tabi'in. Ja, das werden wir bi'idhnillah noch sehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zu dem Urteil. Was ist das Urteil über den Wissenserwerb der Koranwissenschaft? Muss jeder Muslim die Koranwissenschaft lernen oder muss nicht jeder Muslim die Koranwissenschaft lernen? Die Antwort lautet, dass dieses Wissen, so wie alle anderen Wissenschaften, mit Ausnahme des Grundwissens, ja, sodass du überhaupt als Muslim leben kannst, wie ich bete, wie ich faste, wer Allah ist, das ist Grundwissen, das muss jeder lernen. Aber solche Wissenschaften, da ist die Regel, dass es zum Fard al-Kifaya, man sagt auch Fardun Kifaiyun, ja? Also zu Deutsch Kollektivpflicht gehört. Was ist eine Kollektivpflicht? Was ist Fardu Kifaya? Jazakallahu khairan. Das heißt, die Tatsache, dass einige sich mit diesem Thema befassen, führt dazu, dass die anderen sich nicht befassen müssen. Ja, also
Es ist nicht ganz freiwillig, es ist so ein Wahlpflichtfach. Ja? Also das bedeutet, einige sollen können sich dann damit befassen, aber wenn sich keiner befasst, dann sündigen alle, die dazu in der Lage sind. Ja? Das, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir brauchen Mediziner, wir brauchen Ärzte. Muss jeder von uns Arzt werden? Nein. Aber wenn keiner von uns Arzt wird, es gibt keine Ärzte auf dieser Welt, dann sind alle, die in der Lage gewesen wären, das sind alle Abiturienten, die in der Lage gewesen wären, es zu studieren, die sündigen dann alle. Ja? Was sind nun die Themen der Koranwissenschaft? Ah, die Themen sind zahlreich. Ja? Und wie wir noch sehen werden, Al-Imam al-Suyuti, einer der wichtigsten Wissenschaftler in diesem Bereich, hat viele Themen aufgelistet, dazu gehören zum Beispiel, also es ist jetzt nur ein Ausschnitt, ja, ist nicht vollständig. Dazu gehören zur Koranwissenschaft, was sind mekkanische und was sind medinensische Suren und Ayat. Das werden wir noch näher betrachten. Welche Ayat wurden tagsüber und welche Ayat wurden nachts offenbart? Welche Ayat auf der Reise und welche Ayat, als er ansässig war, also nicht auf der Reise war, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Welche Ayat sind irdisch und welche sind himmlisch? Das heißt, welche Ayat wurden offenbart auf der Erde und welche Ayat wurden offenbart im Himmel? Was wurde als erstes offenbart und was wurde als letztes offenbart? Was wurde wiederholt offenbart? Ja, nicht nur einmal, sondern mehrere Male wurde ein und dieselbe Ayat offenbart. Was sind die Offenbarungsgründe? Arabisch Asbab al-Nuzul. Die Namen der Suren. Die Anzahl der Suren und die Anzahl der Ayat. Die Rezitationsregeln gehören zu Koranwissenschaften, ist also ein Teil, eine Teildisziplin. Die Offenbarungssprachen. Ja? Was heißt Offenbarungssprachen? Wurde es außer auf Arabisch noch irgendwie offenbart? Nein, sondern, wie wir sehen werden, wurde der Koran in 7 arabischen Sprachen offenbart. Was soll denn das bitte schön bedeuten, 7 arabische Sprachen? Nun, es so wie das Deutsche, das Hochdeutsch. Wie ist denn Hochdeutsch entstanden? Weiß das jemand? Welches Deutsch sprechen wir im Hochdeutsch? Das Deutsch von Nordrhein-Westfalen. Warum? Weil Martin Luther dort, von dort kommt und er hat eben dazu beigetragen, dass dieses Deutsch eben sich verbreitet und das ist Hochdeutsch. Ja? Das heißt, wenn irgendein anderer mal aus München gekommen wäre, dann wäre Hochdeutsch eben bayerisch. Ja? Das heißt, wir haben dieses Deutsch, wir haben bayerisches Deutsch, wir haben anderes Deutsch, das sind alles deutsche Sprachen. Ja? Und eines davon ist eben Hochdeutsch geworden. Und so ist es auch im Arabischen. Du hast das mekkanische Arabisch, andere Formen der Arabisch, also das Arabische von Quraysh, ja, und von Mekka und andere. So innerhalb dieser Sprachen gibt es einige Dialekte. Ja? Das heißt, auch wenn du in der Pfalz bist und du redest Pfälzisch, dann hast du trotzdem einige Nuancen und einige Änderungen im Aussprechen, ja? Auch wenn alles dann pfälzisch ist. Ja? Und so ist das. Der Koran wurde in 7 arabischen Sprachen, das nennt man in 7 Huruf. Harf ist ja normalerweise Buchstabe. Ja? Aber man, sab'atu ahruf, also Plural von, ahruf ist Plural und Huruf ist Plural. Ja? Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es hier mal erwähnt habe oder woanders. Es gibt im Arabischen 2 Versionen des Plurals, unter anderem das Plural für viel und das Plural für wenig, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall, Ahruf ist ein Plural und Huruf ist auch ein Plural. Also Buchstaben. Gemeint sind Sprachen hier. Ja? Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Der Beginn und das Ende der Suren, wo fängt eine Sure an, wo endet sie? Zum Beispiel die Frage, Suratul Anfal und Suratul Tauba. Ja? Ist das eigentlich eine Sure gewesen? Ja?
Oder sind das zwei Suren? Warum? Weil Surat At-Tauba beginnt ja nicht mit Bismillahirrahmanirrahim. Ja? Eine Deutung der Gelehrten ist, ja, weil eigentlich ist es Surat Al-Anfal, gehört sie noch dazu. Surat Al-Anfal ist die Sura vorher. Ja? Die gehört dazu. Warum haben sie das gesagt? Ja, weil Anfal ganz klein ist. Was heißt ganz klein? Also relativ klein ist. Du siehst die Riesensuren, ja, wie Al-An'am, Al-A'raf und so weiter und so fort. Riesensuren, auf einmal kommt eine etwas kleinere Sure, dann geht es wieder riesig weiter mit der Tauba und so weiter. Da haben einige gesagt, ja gut, es kann sein, dass eigentlich Al-Anfal zu Surat At-Tauba gehört und deswegen sagen wir nicht Bismillahirrahmanirrahim, ja, weil hier keine neue Sure normalerweise beginnt und so weiter und so fort. Das ist, gehört zu Koranwissenschaft. Dann gibt es, also das ist jetzt mal der Aufbau des Korans, also Koranwissenschaft befasst sich mit dem Aufbau des Korans, Suren, Ayat, wann offenbart und so weiter. Es befasst sich aber auch mit dem Inhalt des Korans. Und hier untersuchen die Islamwissenschaftler, also Koranwissenschaftler, was enthält der Koran? Der Koran enthält Gleichnisse, also Beispiele, das Gleichnis desjenigen und so weiter und so fort. Dann enthält der Koran Gelübde oder Schwure. Allah Azza wa Jalla schwört. Ja? Das ist auch ein Thema in der Koranwissenschaft. Dann ist ein Riesenthema die Dialektik. Was ist Dialektik? Dialektik ist also das Miteinander streiten, ja? Also die Diskussion. Das ist eine Wissenschaft für sich, wie diskutiere ich. Ja? Und im Koran wurden Grundlagen der Diskussion erwähnt. Ja? Wenn du Al-Jadal, das ist Al-Jadal, das ist die Dialektik, das Diskutieren, das ist eine Wissenschaft. Wie diskutiere ich? Du gehst ja nicht einfach drauf los, ja? Sondern du musst ein Handwerk haben. Wenn er argumentiert, wie muss das Gegenargument sein? Ja? Welche Formen von Argumente gibt es? Und sämtliche logisch nachvollziehbaren Argumentationsstrukturen gibt es im Koran. Das ist jeder einzelne Punkt der Koranwissenschaft ist ein Zeichen, dass dieser Koran von Allah ist. Du kannst nicht alles im Optimum haben von einem Menschen. Der Mensch kann ja mal gut sein, das kann ja sein, dass er mal perfekt ist in einer Sache. Aber dass der Mensch perfekt ist in allem, einfach so, ohne Allah subhanahu wa ta'ala, ohne also die Offenbarung, das ist etwas Unmögliches. Und deswegen ist Koranwissenschaft etwas Besonderes, etwas Wunderbares, was den Iman eines Menschen stärkt, der dann nur noch sagen kann, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das sind einige Themen. Es gibt noch zig andere Themen. So, damit haben wir die 10 Aspekte, also die Grundthemen beziehungsweise die Mabadi, Grundsätze der Wissenschaft behandelt. Das macht man normalerweise in allen Wissenschaften, ja, zum Beispiel Usul al-Fiqh, was ist die Definition, wer ist der Begründer und so weiter und so fort. Kommen wir nun zum zweiten Punkt oder zum zweiten Kapitel, und zwar die Entstehungsgeschichte der Koranwissenschaft. Wie ist die Koranwissenschaft entstanden? Wie ist der Verlauf der Koranwissenschaft? Nun, begonnen hat das Ganze natürlich mit dem Koran selbst, ja. Und deswegen beginnt die Koranwissenschaft mit der Offenbarung des Korans. Ab da untersucht der Koran, die Koranwissenschaft alles Mögliche, denn da beginnen viele Themen der Koranwissenschaft, wie zum Beispiel was? Was ist das erste offenbart? Zum Beispiel, das ist ein Thema. Da beginnt schon das Thema, die Rezitationsregeln und die Lesung und in welcher Sprache. Da beginnen schon Fragen wie die Offenbarungsart, also in welcher Form wurde der Koran offenbart, in welcher Offenbarungsart. Dann kann man auch schon mit der ersten Ayah, ja, Iqra, welche koranwissenschaftlichen Themen sind da vorhanden? Wie gesagt, dazu gehört auch der Offenbarungsort, ja, in diese Höhle eben, der Offenbarungsanlass,
Ja, nun, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Prophetentum erlangt, die Offenbarungszeit, das war wohl eine mekkanische Ayah. Warum? Weil sie eben vor der Hijra offenbart wurde und so weiter und so fort. Das heißt, mit der ersten Ayah beginnen sämtliche Koranwissenschaftlichen Themen. Weiterhin finden wir schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht nur erst danach die Aussage über eine koranwissenschaftliche Disziplin. Und zwar als er Dua gemacht hat für Ibn Abbas radiallahu an, wisst ihr was hat er Dua, für ein Dua gemacht? Genau. Also er sagt, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Das heißt, oh Allah, gib ihm Wissen in der Religion und bringe ihm die Deutung bei. Die Deutung ist hier was gemeint? Also die Deutung des Korans. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief die Menschen auf, den Koran zu lernen und zu lehren, als er gesagte, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Und das ist, also dieser Hadith, liebe Geschwister, wenn wir einfach nur mal diesen Hadith, jeder von uns denkt, ich will zu den Besten gehören, oder nicht? Ja. Und dann denken viele, ja, zu den Besten kann ich nur gehören, wenn ich alles gemacht habe, was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gemacht hat und die anderen Sahaba. Nein, lies Koran, gehörst du zu den Besten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lerne den Koran, dann gehörst du zu den Besten. Er sagte, die Besten unter euch. Aber leider sehen wir, dass viele, viele unter uns leider den Koran vernachlässigen. Dann, also das bedeutet, die Koranwissenschaft begann schon ganz früh. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Entstehungsphasen. Es gab Phasen, die man aufteilen kann, in denen es unterschiedliche Fortschritte gab in der Koranwissenschaft. Und diese Geschichte der Koranwissenschaft hängt sehr, 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 sehr stark mit der Geschichte des Tafsir. Hängt von dieser Geschichte ab. Denn, wie wir sehen werden, die meisten koranwissenschaftlichen Studien der Ulama finden wir zu Beginn der Geschichte der Koranwissenschaft in den Tafsir-Büchern. Ja, das heißt, das Tafsir-Buch eines Gelehrten enthielt sehr viele koranwissenschaftliche Themen. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, dass die Koranwissenschaftler, wie zum Beispiel As-Suyuti oder andere, datieren dann die Koranwissenschaft schon sehr früh. Warum? Weil sie eben sagen, nun ein Tafsir enthält ja schon viele Koranwissenschaft, auch wenn das Schreiben über die Koranwissenschaft als eigenständige Wissenschaft später eingetreten ist. Die erste Phase beginnt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts, also was nach der Hijra natürlich. Ja. In dieser Phase stellte die mündliche Überlieferung der Tabi'in von den Sahaba und wiederum die Tabi'in von den Tabi'in und so weiter, der ersten drei Generationen, die Grundlage der Koranwissenschaft. Das heißt, in der ersten Phase haben wir jetzt keine Riesenwerke des Tafsirs, ja, wie es danach kommen wird, sondern in dieser Phase haben wir eher Überlieferungen. Das ist die Basis der Koranwissenschaft. Der Sahabi oder der Tabi'i, zum Beispiel Mujahid, ja, ein Tabi'i, fragt dann zum Beispiel einen Sahabi wie Ibn Abbas, radiallahu an, was heißt denn bitte schön diese Ayah? Ja? Oder wann wurde denn diese Ayah offenbart? Oder was war denn der Anlass dieser Ayah? Der Sahabi erklärt ihm dann das. Ja, wir waren mal auf der Reise oder ja, wir waren in Medina, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war daheim und so weiter. Und so fort. Das ist die Sache, das wurde dann gelernt. Ja. Die Tabi'in haben sich jetzt nicht
damit befasst, jetzt eigene Bücher jetzt zu schreiben. So, jetzt schreibe ich mal ein Buch über Koranwissenschaft. Nein, sondern das gehörte zu den anderen Überlieferungen, weil sie haben sich ja interessiert für alles, nicht nur für ein Thema. Ja. Neben diesen Überlieferungsketten gab es vereinzelte Niederschriften. Also einige Sahaba und einige Tabi'in haben auch geschrieben. Ja, das ist auch in der Hadithwissenschaft so, wenn wir Hadithwissenschaft lernen und uns die Entwicklung der Hadithwissenschaft sehen, dann sehen wir, dass einige Sahaba einige Ahadith aufgeschrieben haben. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Und das sind auch noch Quellen für uns in der Koranwissenschaft bzw. in der Hadithwissenschaft. Diese Werke unterteilen wir in drei Sorten. Einmal Tafsirwerk. In dieser frühen Phase gab es zwei Sorten von Tafsirwerken. Zum einen Werke, die einen Teil des Koran erläutern. Dazu gehört unter anderem das Werk von Mujahid, ja, habe ich gerade erwähnt, der den Tafsir seines Lehrers Ibn Abbas niederschrieb. Ja, also Mujahid Ibn Jabr heißt er, hat von seinem Lehrer Ibn Abbas radiallahu anhu etwas erwähnt. Ibn Kathir zum Beispiel, rahimahullah, erwähnt Mujahid sehr oft in seinem Tafsir. Ja, natürlich andere auch. Dazu gehören ebenfalls die nicht vollständigen Tafsirwerke von mehreren Gelehrten, wie zum Beispiel von Sufyan al-Thawri. Ja, ist nicht voll, also nicht der ganze Koran wurde da erläutert. In beiden Werken wurde kein vollständiger Tafsir geschrieben, sondern nur einige Ausschnitte aus dem Koran. Daneben gibt es auch Tafsirwerke, die den gesamten Koran umfassen. Dazu gehört zum Beispiel der Tafsir von Ad-Dahhak oder der Tafsir von Muqatil ibn Sulaiman oder Tafsir von Yahya ibn Salam al-Basri und viele mehr. Ja, also das heißt, danach in der Zeit der Tabi'in und Tabi'in wurde schon eher darauf geachtet, dass der Koran komplett erläutert wurde. In beiden Fällen, sowohl den umfassenden als auch den vereinzelten Tafsirwerken, werden Themen aus der Koranwissenschaft angeschnitten. Sie gelten somit nicht zu expliziten Werken der Koranwissenschaft. Also keiner von denen hat jetzt ein Werk geschrieben, die Koranwissenschaft, sondern er hat Tafsir gemacht. Und wenn er Tafsir macht, ja, da kommt ein bisschen arabische Sprache rein, da kommt ein bisschen Offenbarungsgründe und Orte rein und ob das vor der Hijra, nach der Hijra war und so weiter und so fort. Der nächste Abschnitt ist die koranwissenschaftliche Literatur. Das heißt, jetzt kommen wir in eine Zeit, in der tatsächlich einige Gelehrte explizite oder gesonderte Bücher über die Koranwissenschaft schreiben. Zu den ersten Büchern gehören Bücher über mekkanische und medinensische Suren. Das heißt, diese Gelehrten haben gesagt, jetzt sammle ich mal die Ahadith und Aussagen, ob vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von den Sahaba und der Tabi'in bezüglich dieses Themas. Dazu gehört Al-Hasan al-Basri, hat darüber geschrieben. Ja? Oder Ikrimah oder Az-Zuhri. Ja? Diese Gelehrten sind auch bekannt für die Hadith-Wissenschaft, ja? Der eine mehr, der andere weniger. Aber diese Gelehrten haben also die Überlieferungen aufgeschrieben. Das war also jetzt kein Lehrbuch an sich, ja? Sondern es ist eigentlich ein Hadith-Buch, aber über was? Über mekkanische und medinensische Suren. Dieses Thema nennen wir Nuzul al-Quran. Also Herabsendung des Korans. Dabei handelt es sich um Überlieferungen. Welche Überlieferungen haben sie niedergeschrieben? Von Ibn Abbas, von Qatada. Qatada ist ein Tabi'i. Von Ali ibn Abi Talha und anderen. Diese Schriften waren keine großen Werke, sondern
wenige Seiten. Ja, das war jetzt kein Wälzer. Ein weiteres Thema ist An-Naskhu oder An-Nasikhu wal-Mansukh, also Abrogation. Was heißt Abrogation? Dass eine Ayah zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbart wird und das Gebot der Ayah außer Kraft gesetzt wird später. Ja? Hier darf man nicht sagen, die Ayah ist ungültig, ja? Sondern das Gebot dieser Ayah wurde außer Kraft gesetzt. Die Ayah ist eine Ayah. Ja? Das sind Worte Allahs, tabaraka wa ta'ala. Aber das Gebot in dieser Ayah wurde außer Kraft gesetzt. Ja? Ein Beispiel. Ja? Ja? Aber hast du eine Ayah dazu? Qum il-layla illa qalila, genau. Ein weiteres Beispiel. Die Ayah, ja ayu alladhina amanu, idha qumtum ila salati. Nee, wie heißt die Ayah nochmal? Wa antum, la taqrabu salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Das bedeutet, nähert euch nicht das Gebet, während ihr betrunken seid. Was heißt denn das? Also wenn ihr nicht betet, könnt ihr trinken. Das war zu Beginn so. Bis dann die andere Ayah kam, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, hört ihr denn auf, dann wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, انتهينا انتهينا, ja wir hören auf, ja wir hören auf. Das heißt, die Ayat, und Allah Azza wa Jalla erwähnte ja das, ja, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Also, wenn wir eine Ayah außer Kraft setzen, oder wenn wir sie vergessen lassen, also dass die Menschen sie einfach vergessen, dann holen wir oder bringen wir eine Ayah, die genauso gut oder besser ist. Gut. Darüber schrieb also Qatada, Az-Zuhri und Ata ibn Muslim unter anderem. Dann gab es auch Bücher über die ähnlichen Ayat. Was sind die ähnlichen Ayat? Ja, das sind die Ayat, die sich ähnlich anhören, nur kleine Unterschiede sind. Und das ist halt eine Hürde beim Auswendiglernen. Ja? Und das muss man dann auch beherrschen. Dass man weiß, nee, die Ayah mit Waw ist hier und die Ayah ohne Waw ist da und so weiter und so fort. Ja? Darüber hat Al-Kasai zum Beispiel geschrieben. Die zweite Phase, also das ist jetzt die erste Phase. Die erste Phase haben wir gesagt, da haben wir zum einen unvollständige Tafsir, also Plural von Tafsir, und da haben wir vollständige Tafsir, aber zum Beginn haben wir noch keine koranwissenschaftliche Literatur, also die separat die Koranwissenschaft behandelt. Und danach haben wir einige Bücher mit einigen Themen. Die zweite Phase ist vom 3. Jahrhundert bis zur Erscheinung des Werks Al-Burhan fi Ulum al-Quran des Imam al-Zarkashi. In dieser Phase häufen sich die Werke, sowohl die Tafsir-Werke als auch die Werke in den verschiedenen Koranwissenschaften. Beispiel für Tafsir-Werke in dieser Phase, Tafsir al-Imam al-Tabari, ein Grundlagentafsir. Und der nennt sich Jami'ul Bayan an Ta'wil al-Quran. Das ist Imam al-Tabari. Dann haben wir auch Imam ibn Atiyah. Und sein Tafsir heißt Al-Muharrar al-Wajiz. Dann haben wir auch Al-Qurtubi. Ja, Al-Jami' li-Ahkami al-Quran. Und das ist auch so ein Grundlagenwerk. Imam al-Qurtubi. Dann haben wir auch Ibn Kathir. Und sein Werk heißt wie? Tafsir al-Qur'an al-Azim. Ja. Zu den Werken, also das sind Tafsir-Werke jetzt. Ja? Komplette Tafsir-Werke, Riesenbände. Zu den Werken über die Koranwissenschaft in der damaligen Epoche gehörte zum Beispiel ein Buch namens Fada'il al-Qur'an von Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Und wir haben von Ibn Qutaybah das Werk Ta'wil Mushkal
al-Qur'an. Mushkal, also die nicht eindeutigen Begriffe, die einer Erläuterung bedürfen. Und al-Imam al-Tahawi, der von al-Aqida, der hat Ahkam al-Qur'an. Ahkam al-Qur'an, also die Gebote, die wir ableiten aus den Qur'an-Versen. Diese Werke in dieser Phase unterscheiden sich von der vorherigen Phase dadurch, dass diese Tafsir nun auch nach den Koran-wissenschaftlichen Themen aufgebaut sind. Ja? Wie zum Beispiel Tafsir und die Lesarten, Grammatik, Gebote etc. Andere wiederum behielten den klassischen Aufbau gemäß der Suren, also chronologisch. Und sie unterscheiden sich auch, dass es nun Werke gibt, die mehrere koranwissenschaftliche Themen behandeln. Die anderen in der ersten Phase, es war ein Thema. Ja, zum Beispiel Offenbarungszeit, ja, ob Mekka oder Medin, ein Thema. Aber jetzt haben wir Werke, die mehrere Themen behandeln. Ja, zum Beispiel von Ibn al-Jawzi, Funun al-Qur'an. Also die Künste des Korans, also er meint Funun, Wissenschaften. Ja. Und jetzt fangen auch schon einige an, ihre Werke zu betiteln mit Ulum al-Quran. Also jetzt entsteht auch dieser Begriff, Ulum al-Quran, wie zum Beispiel Abu al-Qasim al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Habib. Und er hat geschrieben, ein Werk, At-Tambih ala Fadli Ulum al-Quran. Als Pionier beim Verfassen über die Koranwissenschaft gilt Al-Harith al-Muhasabi in seinem Werk Fahmu al-Quran. Ja? Doch auch in dieser Epoche wurde kein Werk überliefert, das sämtliche Themen der Koranwissenschaft beinhaltet. Ja? Es wurden immer mehr. Aber dass du ein Buch findest in dieser Zeit, wo alle Themen der Koranwissenschaft vorhanden sind, wobei man sich natürlich streitet, was sind nun endgültig alle Themen. Ja? Aber im Gegensatz zur dritten Epoche, die wir jetzt sehen, und zwar mit der Erscheinung des Werkes Al-Burhan fi Ulum al-Quran von Az-Zarkashi. Das ist also ein Sprung, weil nun erstmals sämtliche koranwissenschaftliche Themen erwähnt werden. Ja. Nach Al-Zarkashi mit seinem Werk Al-Burhan kommt dann Al-Imam al-Suyuti mit seinem Werk Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulum al-Quran. Ja. Und das ist mit Abstand eines der wichtigsten Werk, also Al-Burhan von Zarkashi und Al-Itqan von Suyuti, das ist Grundlage in der Koranwissenschaft. Gut, dann kommt bi'idhnillahi ta'ala das nächste Mal, insha'Allah, das Thema Al-Wahyu, die Offenbarung, und damit beginnen wir tatsächlich mit dem ersten Thema bezüglich der Koranwissenschaft, denn in der Koranwissenschaft geht es um die Offenbarung. Also müssen wir erst einmal klären, was ist Offenbarung, wie geschah die Offenbarung, welche Formen der Offenbarung gibt es. Das ist mitunter eines der ersten Themen, mit denen wir uns befassen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.